Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Riva. Guten Abend und willkommen. Auch von mir einen guten Abend. An einem Tag, an dem Russland erneut mit dem Einsatz von strategischen Atomwaffen drohte. Man werde sich notfalls damit verteidigen, hieß es heute aus Moskau. Und zwar Gebiete verteidigen, die Russland in der Ukraine besetzt hat. Im Osten des Landes, in den Regionen Luhansk, Donetsk, Saporischschja und Cherson, laufen seit dem Wochenende Referenden über den Anschluss an Russland. Eigentlich sind Referenden ja ein Mittel der direkten Demokratie, aber diese hier sind völkerrechtlich völlig illegal. Die Meinung von Christine Schwyzer. Deutschland darf bei erneuerbaren Energien weiter staatliche Anreize darauf setzen. Dazu sagte Brüssel heute ja. Und damit jetzt zu dir, Jens, und weiteren Nachrichten. Die für Wettbewerbsregeln zuständige Europäische Kommission genehmigte, dass die Bundesregierung den Ausbau von Solaranlagen und anderen erneuerbaren Energien zusätzlich fördert. Und das waren die Tagesthemen, die Mission Nachrichten. Die führt dann Konstantin Schreiber im Nachtmagazin weiter gegen 0.05 Uhr. Davor aber geht's hier im Ersten jetzt weiter mit Sandra Maischberger und ihren Talkgästen. Wir sagen Tschüss, bis morgen. Tschüss. Und bleiben Sie zuversichtlich.